Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Auf Kurs bleiben, Wirtschaft und Politik im Gespräch, hat die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 10. Juni 2022 ein Papier mit ihren wirtschaftspolitischen Positionen an Vertreterinnen und Vertreter der Landes- und Bundespolitik übergeben. Die von der Vollversammlung der IHK Magdeburg beschlossenen wirtschaftspolitischen Positionen sind eine wichtige Grundlage der täglichen Arbeit der IHK Magdeburg. Die aktuelle Fassung wurde im Ergebnis eines umfangreichen Konsultationsprozesses am 21. April 2022 von der Vollversammlung beschlossen. Kammerpräsident Klaus Olbricht betonte, dass aus Sicht der Unternehmerschaft der Abbau des Bürokratismus, die Fachkräftesicherung, die schnelle flächendeckende Digitalisierung sowie die Behebung der Missstände im Bildungsbereich am drängendsten sind. Beim Thema Energie fordert Olbricht eine dauerhafte Senkung der staatlichen Abgaben, Umlagen und Steuern auf Energiepreise. Die aktuellen Maßnahmen wie die Senkung der Steuersätze für Kraftstoffe sind nur für 3 Monate angelegt und damit aus Sicht der Wirtschaft nur bedingt zielführend, kritisierte er. Nach der Übergabe des Papiers stand uns Wirtschaftsminister Sven Schulze Rede und Antwort. Ich finde das gut, dass wir im Gespräch sind. Das sind wir ja stets und ständig, aber heute hier ist ja nicht nur die Landesregierung vertreten, sondern auch die Abgeordneten, in dem Fall des Wirtschaftsausschusses, aus dem Landtag. Und ich glaube, das ist ein gutes Format, das wir hier gewählt haben. Es ist ein Format, das fortgesetzt werden soll. Mir hat man heute ein Thesenpapier, hätte ich fast gesagt, übergeben. Ich habe schon mal reingeschaut, habe das gerade auch zu den Vertretern der IHK hier gesagt, dass ich das sehr gelungen empfinde und dass es auch zeigt, dass wir als Land Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der IHK doch einiges für Sachsen-Anhalt auf den Weg bringen können. Da stehen ja nur eine ganze Menge Forderungen oder sagen wir Wünsche dazu drin. Was machen Sie denn jetzt damit? Naja, ich habe es jetzt erstmal aufgenommen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mir angeschaut, wann die Dinge denn aufgeschrieben wurden. Und die sind vor dem Ukraine-Konflikt schon zusammengestellt worden, sind aber tagesaktuell. Das Thema Energie beispielsweise, das ist heute aktueller denn je. Wir haben die Thematik Außenwirtschaft insgesamt. Wenn wir hier in Magdeburg über Intel sprechen, ist das Thema Nummer 1. Und es gibt ganz viele andere Themen drin. Ich glaube, da sind viele Überschneidungen auch mit dem, was ich als Wirtschaftsminister hier in dieser Landesregierung vorhabe. Und ich freue mich da auf die Zusammenarbeit. Auch die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Franziska Weidiger, war von der Veranstaltung angetan. Es ist ganz wichtig, dass wir uns austauschen. Das ist heute ein guter Start, dass wir die ersten Positionen sozusagen gesehen haben. Und für meinen Bereich, für die Justiz, höre ich dann raus, was wir in unserem Ressortbereich für die Wirtschaft hier in Sachsen-Anhalt machen können. Was nehmen Sie denn nun mit aus diesem Papier? Dass wir große Vorhaben vor uns stehen haben, dass wir gemeinsam was machen müssen. Ich spüre hier auch, dass die IHK bereit ist, da viel zuzugeben an Fachkompetenz. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Nun begann bereits das intensive Netzwerken bei guten Gesprächen am Rande der Veranstaltung. Und wie ist das Fazit des IHK-Hauptgeschäftsführers? Herr Rummel, der Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe scheint gelungen. Ja, der Auftakt ist gelungen. Wir sind von der Teilnahme durch die Politik sehr begeistert, weil es dafür spricht, dass wir doch im Dialog sind und das auch weiter bleiben werden, um auch die Belange der Wirtschaft sozusagen zu transportieren. Es kam von der Politik schon erste Signale, dass sie das Papier sehr gut finden. Und der Wirtschaftsminister hat uns auch versprochen, dass er sich darum kümmert, um die Inhalte. Wäre ja dann schon ein Stück des Weges gegangen. Ja, also ich würde als erstes mal bemerken, dass es hervorragend ist, dass Wirtschaft, und damit meine ich alle 51.000 Unternehmen der IHK Magdeburg, an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt waren und sozusagen in einem sehr langen Prozess sozusagen ihre Meinungen, Positionen aufgeschrieben haben. Und heute bei der Veranstaltung ging es ja darum, sozusagen der Politik dieses Papier zu übergeben und der Politik auch zu sagen, wo die Wirtschaft im Moment Probleme hat. Und die Herausforderungen sind so groß wie noch nie in der zurückliegenden Zeit. Und deswegen müssen wir hier nach Lösungen suchen. Und das geht nur im Dialog mit der Politik. Und das geht auch nur, wenn wir klare Vorstellungen haben von dem, was wir fordern. Und da ist das Papier eine hervorragende Grundlage.